Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und der Vermögensmanagement darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Kapitalmarktdialog hat das Ziel, Ihnen einmal pro Monat das Wichtigste aus den internationalen Kapitalmärkten zu vermitteln. Das gewürzt mit einigen Schlussfolgerungen, die wir typischerweise unseren Kunden in der Beratung näher bringen. Und natürlich wollen wir nicht nur auf das eingehen, was Sie ohnehin in den Medien und den typischen Schlagzeilen verfolgen können, sondern auch einiges vertiefen, was Sie hoffentlich noch nicht gesehen haben, sodass wir hier zu einem gesunden Ergebnis kommen. Organisatorisch wird es so sein, dass Sie im Nachgang die Aufzeichnung zugeschickt bekommen, sodass Sie nochmal die Möglichkeit haben, das ein oder andere vertieft zu betrachten. Und sofern Sie Fragen haben, können Sie diese gerne an der konkreten Stelle nennen. Sofern es passt, gehe ich direkt darauf ein. Aber falls ich später noch einen Chart habe, der das genauer beschreibt, dann gehe ich später darauf ein. Insgesamt aber natürlich das Ziel, dass Sie die gesamten Fragen innerhalb der Online-Konferenz beantwortet bekommen, die typischerweise so 30 bis 45 Minuten an Dauer haben wird. Wir steigen auch direkt ein ins Thema und die Eurozone im Superwahljahr, Besonnenheit statt Panik, das soll der erste Agendapunkt sein, mit dem wir uns beschäftigen. Sie lesen ja unheimlich viel zur Eurozone, zu den anstehenden Wahlen. Wir haben das Thema in den Niederlanden, wir haben Frankreich, möglicherweise sogar noch in Italien dieses Jahr. Im Herbst diesen Landes folgt dann Deutschland und das natürlich schon relativ heftig, wenn man sich vergegenwärtigt, welcher Anteil der Wirtschaftsleistung der Eurozone in diesem Jahr zur Wahlurne schreitet. Und spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und des überraschenden Brexit-Referendums in Großbritannien wissen wir ja, dass Wahlen doch deutlich anders ausgehen können, als man sich das typischerweise im Vorhinein erwarten würde. Wir schauen aber zunächst mal auf die wirtschaftlichen Faktoren der Eurozone und ich habe Ihnen hier zunächst mal den Ifo-Geschäftsklimaindex mitgebracht. Hier werden Unternehmen befragt zu ihrer Einschätzung, was die zukünftigen Erwartungen betrifft. Sie sehen das hier oben, das Ifo-Geschäftsklimaindex in grün dargestellt und diese grauen Balken, das sind Rezessionen, die wir hier natürlich auch in Deutschland in der Vergangenheit hatten. Sie sehen schon, wir sind auf einem relativ soliden Niveau. Und im unteren Chart habe ich Ihnen das nochmal ein bisschen aufgedröselt in grün, die Geschäftserwartungen an die nächsten 6 Monate und die Beurteilung der aktuellen Lage. Sie sehen, die Erwartungen für die nächsten Monate, die sind ein bisschen nach unten abgeknickt. Ich denke, das auch mit den ganzen politischen Querelen und Unsicherheiten, die wir momentan haben, mit den ungewissen Aussichten auch zur Strategie der USA, was Protektionismus betrifft, ist es durchaus nachvollziehbar, dass hier in den Unternehmen eine gewisse Verunsicherung herrscht. Aber Sie sehen es auch in gelb dargestellte, auf einem soliden Trend, die Beurteilung der aktuellen Lage, das sieht doch soweit ganz vernünftig aus. Und dieses Bild wird nicht nur durch die IFO-Daten hier bestätigt, sondern auch verschiedene andere Indizes und Umfragen, die Sie sich betrachten, die kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Dementsprechend auch das noch etwas, was ich Ihnen mal zeigen wollte. Hier werden nun nicht die Unternehmen befragt, sondern Finanzmarktanalysten werden hier zu verschiedenen Einschätzungen befragt, durch das ZEW. Und auch hier sehen Sie zum einen die Zukunftserwartung und die Beurteilung der aktuellen Lage, eben jetzt hier bezogen auf die Eurozone. Und was Sie sehr schön feststellen können, auch hier wiederum die Zukunftserwartung, da sehen Sie diesen Knick nach unten. Also sprich, die Finanzmarktanalysten, die scheinen das ähnlich einzuschätzen wie die Unternehmen, die hier im Rahmen der IFO-Befragung interviewt werden. Aber was wir auch sehen, die Beurteilung der aktuellen Lage hier in Orange, die ist auf einem guten Trend und das doch, Sie sehen es hier dargestellt, das erste Mal seit einigen Jahren, dass wir für die Eurozone wieder hier über dieser Nulllinie sind und das ein typisches Thema, was in den Nachrichten so ein bisschen unterging. Man hat da in den Schlagzeilen viel gelesen zur Eintrübung der ZEW-Umfragen in Deutschland, was die Zukunftsperspektive betrifft. Aber leider wurde nicht darüber berichtet, dass wir in der Eurozone eine sehr positive Bewegung bei der Beurteilung der aktuellen Lage haben. Besonders wenn Sie sich mal verdeutlichen, wo wir hierher kommen in den Jahren 2012 bis 2014. Da sehen Sie doch schon, da ging es eben relativ gut nach oben. Also auch hier bestätigt sich das, was wir in den letzten Dialogen ja auch hier schon mal angesprochen hatten, dass eben die Erwartungen für die Eurozone bei weitem pessimistischer waren als die realen Daten, die dann eingetroffen sind. Und nun sehen wir das
sehr schön bestätigt, eben dass die Beurteilung der aktuellen Lage heute positiver ausfällt, als man das auch vor einigen Jahren noch erwartet hat. Also wirtschaftlich das Ganze erstmal gar nicht so schlecht, aber im Kontext der Wahlen und der politischen Unsicherheit habe ich hier Ihnen mal den sogenannten Elendsindex mitgebracht. Was macht man hier? Man addiert die Inflationsrate mit der Arbeitslosenquote und dann kommt da natürlich ein Wert heraus und Sie sehen das einmal dargestellt in dunkelblau für die USA, eben diesen sogenannten Misery- oder Elendsindex und in diesem Grün sehen Sie den für die Eurozone und wir stellen im Endeffekt fest, okay, diese Überraschung zur Wahl von Donald Trump, die hat eigentlich an einem Gesamtumfeld stattgefunden, das zumindest unter Berücksichtigung der offiziellen Arbeitslosenquote und auch unter Einbeziehung der offiziellen Inflationsrate in einem Umfeld stattfand, wo man sagen musste, naja, so schlecht ging es den Amerikanern doch nicht. Warum jetzt dieser massive Wechsel? Und da sieht man eben auch mal wieder sehr schön, dass auch das Thema Ungleichheit sich ja nicht in diesen übergeordneten Kennzahlen wie jetzt der einfachen Arbeitslosenquote und auch der niedrigen Inflationsrate nicht immer eins zu eins so niederschlägt, wie es sich vielleicht in der Bevölkerung auch hier im ja, Empfinden momentan vielleicht zeigt. Und wenn man sich das mal betrachtet, Sie sehen diese große Differenz zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den doch sehr heterogenen Staaten der Eurozone mit sehr, sehr unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten, mit sehr, sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, sich am globalen Markt für Waren und Dienstleister zu positionieren. Und wenn man sich jetzt klar macht, dass wir doch ja erhebliches Potenzial haben für Überraschungen bei den Wahlen und man schaut sich auch mal diese Differenz hier an, dann kann man durchaus verstehen, warum viele Marktteilnehmer momentan sehr skeptisch sind, was Investitionen in der Eurozone betrifft, weil man einfach sagt, okay, das sieht nicht wirklich positiv aus. Wir haben populistische Themen, bei denen man natürlich auch diskutieren kann, ob man von Populismus sprechen kann, wenn 30% der Bevölkerung diese These vertreten. Aber ich wollte Ihnen hier einfach mal zeigen, dass obwohl das wirtschaftliche Umfeld auch in der Eurozone sich mittlerweile ein gutes Stück verbessert hat im Vergleich zu den früheren Phasen, weil Sie sehen es auch hier, besonders durch die hohe Arbeitslosenquote, die wir gesehen haben, die dann jetzt doch deutlich zurückgekommen ist, sehen Sie, dass dieser Elendsindex sich ein gutes Stück reduziert hat. Jetzt ein leichter Anstieg der Inflationsrate, aber grundsätzlich sehen wir viele Faktoren, wie zum Beispiel das Volumen notleidender Kredite in Spanien. Da lesen Sie relativ wenig drüber. Das war ein Riesenthema in 2011, 2012. Das Volumen ging massiv zurück. Wir sehen auch, dass Arbeitslosenquoten etwas fallen. Aber wie gesagt, in der Gesamtkonstellation und auch im Vergleich zum Beispiel zu den USA, wenn man doch davon ausgeht, dass die gefühlte Inflationsrate, die jedoch als Enteignung wahrgenommen wird, plus die Arbeitslosenquote, und auch wenn es nur die offizielle Definition ist, wenn das ein Cocktail ist, der für Überraschungen bei Wahlen sorgen kann, dann sehen Sie hier, dann könnte uns doch die eine oder andere Überraschung bei den Wahlen in der Eurozone noch bevorstehen und dementsprechend, das sollten wir natürlich hier im Hinterkopf behalten. Momentan, wenn Sie sich das Finanzsystem in der Eurozone betrachten, hier gibt es einen Indikator, der von der Europäischen Zentralbank berechnet wird, der versucht, den systemischen Stress im Finanzsystem der Eurozone zu messen. Und Sie sehen klar, wir hatten immer diese massiven Ausschläge, die wir hier gesehen haben, im Rahmen der Hypothekenkrise in den USA, die sich ja dann als globale Finanzkrise hier weltweit gezeigt hat. Dann dieses Thema im Jahr 2011, bis sich dann Mario Draghi geäußert hat mit Whatever it takes, wir werden alles tun, um die Eurozone zusammenzuhalten. Und momentan eben dieses Niveau hier unten, also der offensichtliche Stress im Finanzsystem, der hier gemessen wird, der ist momentan relativ niedrig, also der sieht entspannt aus, aber beim Fazit werden wir uns nochmal genau anschauen, ob diese Entspannung wirklich auch heißt, dass wir als Anleger überhaupt nicht reagieren müssen. Warum die Notenbank weiterhin expansiv bleiben wird, das heißt die Zinsen unten bleiben und auch Interventionen in die Anleihemärkte auf der Tagesordnung stehen, das können Sie auf diesem Chart verfolgen. Zunächst sehen Sie hier einmal die Inflationsrate in diesem, ja, was haben wir, türkisblau dargestellt. Das ist eben die Inflationsrate, die alle Güter enthält. Und Sie sehen, diese Inflationsrate lag sogar unterhalb der Nulllinie. Die Nulllinie sehen Sie hier. Das heißt, wir hatten wirklich ein disinflationäres, respektive ein deflationäres Umfeld, je nachdem, wie Sie
es eben definieren, aber jedenfalls war die Inflationsrate in der Eurozone unterhalb der Null. Das war so dieses Umfeld, als viele der Meinung waren, wir bekommen nie mehr Wachstum und weil wir nie mehr Wachstum bekommen, kriegen wir auch nie mehr Inflation und weil wir nie mehr Inflation haben, werden wir auch nie wieder Zinsen sehen. Also das war ja damals so die herrschende Meinung und Sie sehen es, diese Inflationsrate ist da aus dem negativen Bereich massiv angestiegen, aktuell auf einem Niveau von 1,8% und die Zielgröße der Europäischen Zentralbank liegt ja bei nahe von 2% und dementsprechend das ja auch in der roten Linie mal dargestellt. Also sehen schon die Differenz nicht mehr sonderlich groß. Aber es wäre ja nicht die Wirtschaft, wenn es ganz so simpel wäre. Wenn Sie die dunkelblaue Linie betrachten, dann ist das die Inflationsrate, die die schwankungsreicheren Komponenten außen vor lässt. Also ohne Energie, ohne Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak. Und da sehen Sie die ist eben weiterhin nur bei einem Wert von 0,9%. Das heißt, sie ist zum einen nicht in den deflationären Bereich abgerutscht, aber sie steigt eben jetzt auch nicht mit an. Und diese Differenz eben zur 1,8%igen Inflationsrate, der liegt eben vor allem in den Energiepreisen. Und der Einfluss dieser Komponenten, der ist natürlich nicht nur uns mit diesem Chart klar, sondern auch den Kollegen in der Europäischen Zentralbank und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Europäische Zentralbank zuerst eine Belebung und einen nachhaltigen Anstieg dieser Kerninflationsrate sehen möchte, bevor man sich hier dazu hinreißen lässt, die Zinsen zu erhöhen oder vielleicht auch den Ausstieg aus dem Ankauf von Anleihen hier komplett zu verkünden. Dementsprechend, offizielle Inflationsrate ist das eine. Ja, die ist läuft in Richtung von 2%, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, die Kerninflationsrate eben bedeutend niedriger und hier muss man doch sagen, das Potenzial für Inflation scheint vorerst erstmal begrenzt zu sein, was einfach auch mit den strukturellen Problemen und natürlich auch den wirtschaftlichen Herausforderungen in einigen Ländern innerhalb der Eurozone liegt. Aber im Kern als Fazit für uns Anleger, die Zinsen bleiben hier niedrig. Das ganze Dilemma für Anleger, das können Sie hier auf einem Chart sehr gut verfolgen und das ist nichts anderes, als dass Sie hier in Blau dargestellt sehen, die Renditen von europäischen Hochzinsanleihen, also von Unternehmen mit schwächerer Bonität, die sich am Kapitalmarkt refinanzieren, im Vergleich zur Dividendenrendite von europäischen Aktien anhand eines breiten Indizes, der rund 600 Aktien enthält, also ein sehr, sehr breites Universum. Und Sie können sehen, dass diese Dividendenrendite relativ konstant bleibt hier im Zeitablauf, aber dass natürlich die Rendite der Hochzinsanleihen doch gewissen Schwankungen unterlegen ist. Und momentan haben wir wirklich die Situation, dass die Differenz zwischen der Rendite, die Sie für Anleihen von Unternehmen schwächerer Bonität bekommen, nur noch knapp über der Rendite liegt, die sie momentan als Dividende von den Unternehmen bekommen. Und das ist wirklich eine sehr extreme Situation und wer sich schon länger mit den Kapitalmärkten beschäftigt, der hat das auch historisch mitgemacht. Früher hieß es mal, wenn die Dividende von Aktien oberhalb der Rendite von sicheren Staatsanleihen liegt, dann sollte man noch Aktien kaufen, weil schließlich ist die Rendite von Anleihen begrenzt und bei Aktien haben sie eben die laufende Dividendenrendite plus langfristig die Chance auf Kursgewinne. So hieß es mal. Dann sind die Zinsen gefallen und dann war der Slogan, nun ja, wenn die Dividendenrendite von Aktien höher ist als die Rendite von Unternehmensanleihen guter Bonität, dann sollte man Aktien kaufen, weil dann bekommt man zur Dividende eben noch die Chance auf Kursgewinne und die hat man eben ja bei Anleihen guter Bonität nicht. Und in diesem Anlagenotstand, den wir aktuell sehen, stellen wir fest, dass sogar die Rendite von, ja sagen wir Unternehmen, schwächerer Bonität nur noch minimal über der Dividendenrendite liegt. Und das zeigt wirklich die abstruse Situation, die hier wir momentan in der Eurozone vorliegen haben für die Anleger und das bietet natürlich ein großes Potenzial für Fehler und Sie sehen es hier unten nochmal abgetragen, hier eben die Differenz und da sehen Sie schon, die konvergiert gegen Null und so irgendwas von 2 bis 3% Aufschlag würde man sich an einem normalen Umfeld hier schon vorstellen. Das heißt, Fazit für uns Anleger, wirtschaftlich scheint das Schlimmste vorerst hinter uns zu liegen. Gleichzeitig muss man aber auch konstatieren, dass strukturell nichts gelöst wurde. Große Herausforderungen bleiben bestehen. Wahlüberraschungen sind, obwohl wir an einigen Bereichen positive Tendenzen sehen, also rückgehende Arbeitslosenquote, sich verbessernde wirtschaftliche Entwicklung, sehen wir weiterhin eine relativ große Unzufriedenheit
Und auch im Vergleiche zum Beispiel zu den USA, wo sich die Situation noch besser darstellte, selbst da gab es Wahlüberraschungen, die Leute wollten etwas anderes als das Establishment und dementsprechend das Potenzial aus unserer Perspektive viel, viel größer als das, was man hier vielleicht momentan in den aktuellen Umfragen auch einpreist, weil Sie wissen ja, wie das ist, wenn man befragt wird, da sagt man nicht zwangsweise immer die Wahrheit. Also, die Notenbank wird deswegen eine weiterhin gesunde Skepsis zeigen. Zum einen vor dem Hintergrund der Blick auf die Kerninflationsrate, bei der eben die schwankungsreichen Energietitel außen vor bleiben, plus eben diese politische Unsicherheit in diesem Superwahljahr. Und ich glaube, diese Kombination wird dazu führen, dass die Notenbank weiterhin die Zinsen sehr niedrig lassen wird, dass man sich zumindest die Optionen offen halten wird, über verschiedene Maßnahmen am Markt zu intervenieren, um eben der Politik die Zeit zu geben, die sie ja hoffentlich irgendwann auch mal nutzen wird, hier strukturelle Maßnahmen durchzuführen. Aber strukturelle Maßnahmen sollte man in einem Wahljahr tendenziell nicht erwarten. Und von daher, der Anlagenotstand in der Eurozone, der wird uns erhalten bleiben. Die realen Zinsen bleiben niedrig. Also wir sehen vielleicht, dass die nominellen Zinsen etwas nach oben gehen. Vielleicht zum einen vor dem Hintergrund, dass man sagt, okay, vielleicht ist Frankreich doch nicht so ein guter Schuldner wie Deutschland, also muss auch Frankreich ein bisschen mehr an Zinsen zahlen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn die Wirtschaft sich belebt, sind etwas höhere nominale Zinsen auch durchaus angemessen. Oder auch vor dem Hintergrund, dass die Anleger eben festhalten, okay, wir haben ein Risiko, dass die Eurozone auseinanderfällt, dass einzelne Länder hier den gemeinschaftlichen Währungsraum verlassen könnten und dieses Risiko müssten wir eben doch stärker eingepreist haben. Aber das nutzt natürlich wenig, wenn die nominellen Zinsen steigen, wenn auf der anderen Seite durch die steigenden Inflationsraten die reale Rendite sich wieder reduziert und dementsprechend hier im Fazit, die realen Zinsen, die bleiben niedrig bis negativ und auch die Intervention der Notenbank bleiben uns aus den genannten Gründen hier vorerst erhalten. Das durch die Europäische Zentralbank gemessene systemische Risiko scheint aktuell niedrig, dennoch ist Eigenvorsorge hier sinnvoll. Sprich, sein Vermögen auch außerhalb des Euroraums zu allokieren, nicht nur Schuldner zu wählen, die in der Europäischen Union, im Euro oder in Europa insgesamt vertreten sind, sondern eben das zu ergänzen um Schuldner, um Kapitalanlagen, die sich auf globaler Ebene befinden, sei es in den Schwellenländern, sei es in den USA. Und aus der Anlageperspektive konkret der Euro-Anleihemarkt, also der Markt für festverzinsliche Wertpapiere in der Eurozone, der ist und bleibt ein Desaster. Sie haben es eben gesehen im Chart mit den Hochzinsanleihen im Vergleich zu den Dividendenrenditen. Das ist natürlich eine massive Problematik und wir wissen ja alle, dass ein zu niedriger Zins für Fehlallokationen von Kapital sorgt. Und diese Fehlallokationen von Kapital sind nichts anderes als finanzielle Fehlentscheidungen. Und dementsprechend bietet eben dieser nach wie vor vorherrschende Anlagenotstand ein sehr großes Potenzial für finanzielle Fehlentscheidungen. Ansonsten die Aktienmärkte, rein bewertungstechnisch, da ist natürlich die Eurozone deutlich günstiger bewertet als die USA. Da kann man am Ende darüber philosophieren, inwieweit ein Abschlag korrekt ist, weil wir hier das größere politische Risiko haben und zudem natürlich der US-Kapitalmarkt, der sowohl breiter als auch tiefer ist und auch momentan natürlich etwas stabiler scheint, aber in dieser allgemeinen Skepsis bezüglich der Eurozone aufgrund der anstehenden politischen Themen im Wahljahr 2017 muss man doch sagen, das ist eine gewisse Divergenz und da kann man sich durchaus auch mal den europäischen Aktienmarkt hier anschauen. Für die defensiven Anleger, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, den wir uns klar machen müssen. Und deswegen habe ich Ihnen mal einen Kommentar aus einem Anlagevorschlag aus der Praxis mitgebracht. Und typischerweise würde sich ja ein defensiver Anleger, der würde sich mit hochwertigen Anleihen versorgen, also sowas wie deutsche Bundesanleihen, Pfandbriefe oder auch Unternehmensanleihen von bekannten Unternehmen, typischerweise eben auch beispielsweise DAX-Konzerne. Und der würde darauf achten, dass die Restlaufzeit, respektive die Duration für die Fachleute unter Ihnen, seinem individuellen Anlagehorizont entspricht. Und der würde natürlich währungskongruent anlegen. Also sprich, ein Euro-Anleger würde auch diese sehr defensiven und konservativen Anleihen in seiner Heimatwährung kaufen.
Hier muss man momentan sagen, das aktuelle Umfeld ist, wie eben gezeigt, vom Rendite-Risikoprofil sehr, sehr unattraktiv. Und das erklärt auch die Problematik, warum Sie momentan fast jeden Tag in der Zeitung lesen, dass jetzt wieder irgendeine Bank, Volksbank oder Sparkasse Strafzinsen oder Verwahrgebühren eingeführt hat, weil die Banken eben im Euro-Anleihemarkt selbst nichts mehr verdienen und dementsprechend geben sie natürlich hier die Gelder, die sie bei der Europäischen Zentralbank parken und wo sie selbst mit Strafzinsenhöhe von 0,4% belastet werden, eben an die Kunden hier entsprechend weiter. Die nächste Risikostufe, die unser Investor in diesem Beispiel tätigen würde, das wären zum Beispiel hochwertige Anleihen, bei denen wiederum die Restlaufzeit seinem individuellen Anlagehorizont entspricht. Und klassischerweise ist es dann die Weltleitwährung US-Dollar. Aber auch hier muss man momentan sagen, die Idee war mal sehr gut. Aber wenn Sie aus einer Fremdwährungsposition die Fremdwährungsrisiken und auch die Fremdwährungschancen eliminieren möchten mittels Termingeschäften, dann haben Sie Kosten zu tragen. Und diese Kosten entstehen in Höhe der Zinsdifferenz zwischen dem Euro und dem US-Dollar. Und aufgrund der hohen Zinsdifferenz, die wir momentan haben, sind die Absicherungskosten im Vergleich zu den erwarteten Erträgen relativ hoch, sodass hier auch keine positive Ertrag mehr erzielt werden kann. Das heißt, für all diejenigen unter Ihnen, und das gilt speziell natürlich auch für die Privatanleger, in dem Moment, wo Sie keine konkreten Verpflichtungen decken müssen, wo Sie nicht in Bilanzstichtagen denken müssen oder wo Sie anders als Versicherer, Pensionskassen oder Versorgungswerke keine laufenden Cashflows benötigen, um irgendwelche Verpflichtungen zu erfüllen, muss man sich doch sehr stark hinterfragen, ob dieses Spektrum im Anleihemarkt, was momentan sehr stark gesucht ist, wie zum Beispiel Hochzinsanleihen, Nachranganleihen, irgendwelche Schuldscheindarlehen oder besicherte Unternehmensanleihen, also alles, was jetzt in diesem Anlagenotstand als Zinsersatzprodukt nach oben gespült wird, ob das hier momentan sinnvoll ist oder ob man diese Option vorher nicht auslassen sollte und sich eher so positioniert, dass man wirklich sagt, ich bin in sicheren Anleihen oder im sicheren Geldmarkt, lass die ganze Mitte, die momentan im Anlagenotstand sehr ungünstig bewertet ist, weg und habe dann wieder am anderen Spektrum eben meine Aktien und die Mitte, die spare ich mir eben hier komplett aus. Und wenn ich dann auch diese Umsetzung sukzessive und schrittweise erfolgen lasse, dann habe ich natürlich einen ganz guten Mix. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Thema, dass man sich klar machen muss, dass Vermögensklassen, die früher Butter- und Brotgeschäft waren, heute so schlecht bewertet sind, dass die Rendite-Risikorelationen nicht mehr passen, sodass man vielleicht diese doch eher auslassen sollte. Also der defensive Anleger, der hat das größte Problem. Und auch ich kann Ihnen aus der Praxis sagen, dass wir uns mit der Positionierung und der Gestaltung von defensiven Depots heute bedeutend schwerer tun als mit der Ausrichtung eines Portfolios, was offensiver ausgerichtet ist, weil eben der Anleihemarkt natürlich momentan viel, viel schwieriger ist, als sich der Aktienmarkt hier letztendlich darstellt. Kommen wir zum Thema Inflation und Konjunktur. Und auch hier sehen wir die Inflationserwartungen. Die sind gestiegen, wenn wir uns das mal betrachten und die Inflationserwartungen ableiten aus der Kapitalmarkterwartung, dann sehen Sie schon, okay, egal ob jetzt für 2 Jahre auf der linken Seite oder 5 Jahre auf der rechten Seite der Darstellung und egal ob es für Großbritannien in Rot ist, für die USA in Blau oder die Eurozone in diesem Jahr helleren Türkisblau, da sehen Sie, okay, da hatten wir mal wirklich diese Desinflations-Deflationsthemen und seitdem ging es doch insgesamt hier mit den Inflationserwartungen ordentlich nach oben. Also dementsprechend, das Thema Deflation ist wohl vorerst vom Tisch. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die wirtschaftlichen Daten, die hereingekommen sind, doch positiv überrascht haben. Sprich, die Erwartungen waren zu negativ, echten Daten haben positiv überzeugt. Das sehen Sie hier oben im Trend für verschiedene Regionen, also die Eurozone. Da sehen Sie, hat sogar die USA geschlagen in diesem Abgleich. Und hier unten sehen Sie das nochmal auf der Monatsbasis. Und da sehen Sie das schon so November, Dezember, Januar. Also gerade dieser Trend in dem Quartal, das war relativ positiv. Und dementsprechend muss man auch sagen, die wirtschaftlichen Daten,
die sind nicht ganz so schlecht hereingekommen, wie es die Kapitalmarktteilnehmer erwartet haben. Und vieles davon hat auch schon seinen Beginn gefunden, beziehungsweise war hier intakt, bevor wir auch das Wahlergebnis in den USA hatten. Also man kann nicht alles auf den Effekt der Donald Trump zurückführen, wobei natürlich dennoch die Hoffnung auf Deregulierung natürlich den Finanzmarkt, besonders die Banken in den USA, sehr stark profitieren lässt. Wir sehen steigende Zinsen in den USA, eine steilere Zinsstrukturkurve, auch positiv für die Finanztitel. Und natürlich würden auch Konjunkturprogramme und Infrastrukturmaßnahmen sich positiv auf die Wirtschaft auswirken, zumindest eben mal positiv. Und dementsprechend die Ankündigung von Trump, die könnten, wie gesagt, hier einen Trend eher noch verstärkt haben, aber sie haben ihn definitiv nicht ausgelöst. Die Trends sind auch schon vorher durchaus intakt gewesen. Auch die Frühindikatoren, die von der OECD hier ermittelt werden, die mit etwas Zeitverzug kommuniziert werden, weil man auch die Märkte nicht beeinflussen möchte. Auch hier sehen Sie die Linien im oberen Chart für verschiedene Regionen und auch im unteren Chart nochmal dargestellt für eben für die einzelnen Monate, damit Ihnen das einen besseren Überblick gibt. Und Sie sehen schon auch hier, das sieht eigentlich alles ganz gut aus in den letzten Monaten. Und dementsprechend die wirtschaftlichen Daten alles in allem mit einem soliden Bild. Das Thema Welthandel, das habe ich Ihnen nochmal mitgebracht. Hier sehen Sie es mal auch dargestellt. Das sagt Ihnen nichts anderes, als wie viel Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung kommen denn aus dem globalen Handel. Und da sehen Sie im Endeffekt, dass er tatsächlich sehr, sehr schön gesteigert seit den 60er Jahren. Der Anteil, den der Welthandel an der globalen Wirtschaftsleistung ausgemacht hat, der ist massiv nach oben gegangen. Jetzt haben wir hier eben diesen Knick nach unten. Und jetzt wird viel darüber diskutiert, ob das schon Zeichen des Protektionismus sind, ob es einfach eine Abkühlung des Welthandels ist. Ich glaube, wir haben hier verschiedene Komponenten. Wir haben zum einen das Thema, dass wir immer einen größeren Einflussfaktor durch den Service-Sektor haben, auch durch digitale Dienstleistungen. Die sind tendenziell natürlich schwer durchzuordnen, zuzuordnen. Wir sehen, dass insgesamt der Service-Sektor besser läuft als die verarbeitenden Gewerbe. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns eben auch hier klar machen müssen. Es könnte durchaus sein, dass sich eben hier die Zusammensetzung der globalen Wirtschaftsleistung ändert, dass wir hier aufgrund der Digitalisierung, dem Erwachsenwerden der Schwellenländer und Ähnliches eben hier Veränderungen sehen. Weil wenn eben auch China nicht mehr die Werkbank der Welt ist, weil man eben auch dort mittlerweile sagt, wir wollen hin zu einer eher konsumentengetriebenen und dienstleistungsorientierten Wirtschaft und wir gleichzeitig in der Eurozone den USA sagen, naja, wir brauchen keine günstigen chinesischen Arbeitskräfte mehr, weil wir stellen uns hier ein paar Roboter hin, die können auch in Deutschland sehr günstig produzieren, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Welthandel. Heißt aber erstmal nicht, dass die globale Bruttowirtschaftsleistung hier dadurch zurückkommt. Also das muss man immer ein bisschen mal in Kontext setzen und nicht einfach nur sagen, der Welthandel schwächt sich ab und deswegen bekommen wir jetzt eine Rezession. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Man muss sich hier mal die zugrunde liegenden Trends auch anschauen. Heißt aber auch, das Fazit zur Inflation und Konjunktur, ganz klar, im jetzigen Zyklus scheinen wir das Disinflations-Deflationstief gesehen zu haben. Dementsprechend auch viele Anleger, die auf dieser Story positioniert waren, die Sie vorhin schon mal gehört haben, also nie mehr Wachstum, deswegen nie mehr Inflation, deswegen nie mehr Zinsen, die sind zu einseitig positioniert gewesen, also sprich, man war zu defensiv positioniert und auch das wirtschaftliche Umfeld, wenn wir die momentane Datenlage uns betrachten, da muss man ganz klar sagen, das ist kein Anlass, von der strategischen Vermögensstruktur abzuweichen. Wir sind weder besonders positiv in den wirtschaftlichen Daten, wir sind weder besonders negativ, dementsprechend hier kein Anlass, aufgrund der wirtschaftlichen Daten von der eigenen Vermögensstruktur abzuweichen, die man mal in einem ruhigen Moment und im Kontext seiner eigenen Lebensplanung ermittelt hat, wie gesagt, dazu momentan kein Anlass. Was man selbstverständlich tun sollte, in dem Moment, wo wir gegebenenfalls eine Gezeitenwende sehen, wo vielleicht dieses Thema Reflation sich stärker wieder zeigt, was natürlich andere Vermögensklassen begünstigt als dieses, wir werden nie mehr Wachstums sehen, Story.
Da muss man uns natürlich die Sensibilität des Portfolios anschauen. Welche Teile des Portfolios können mit steigenden Inflationsraten umgehen? Welche Teile des Portfolios können auch über Wachstumsüberraschungen mal profitieren? Und dementsprechend muss man sich auch mal die verschiedenen Sektoren anschauen, die im Portfolio enthalten sind. Und da spielt es keine Rolle, ob Sie direkte Aktien halten, ob das Indexfonds sind oder aktive Fonds. Das sind ja letztendlich nur Verpackungen. Also das Portfolio, das sollte momentan schon mal auf den Prüfstand, weil, wie gesagt, in den letzten Jahren die Entwicklungen haben doch dahin geführt, dass viele Portfolios etwas zu einseitig ausgerichtet sind. Und gerade für die privaten Anleger, die keine Restriktionen hinterliegen bezüglich Bilanzstichtagen oder ähnlichem, die sollten dann natürlich mal tätig werden. Grundsätzlich auf die ultimative Bestätigung zu warten, das war und ist ein Fehler. Also sprich, eine Anlagestrategie, die sinnvoll ist, weil sie die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt, erst dann umsetzen zu wollen, wenn wir auf der Welt sehen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das war und ist ein Fehler. Tendenziell ist es wie immer im Leben. Sie müssen sich vorher mit der Thematik beschäftigen, weil wenn ein Zustand erst eintritt und Sie dann agieren, dann haben die Entwicklung der Vermögenspreise diese Entwicklung in vielen Fällen schon eingepreist und dementsprechend, wenn Sie schon im Preis drin sind, wenn Sie kaufen, dann erfüllt es natürlich nicht mehr die Funktion, die Sie sich wünschen und daher, wie gesagt, das perfekte Timing scheint eher unrealistisch. Was wir noch wichtig finden im aktuellen Umfeld, auch das möchte ich Ihnen mal zeigen, was Sie hier sehen, ist eine Darstellung von Barclays, also ein Datenbankanbieter, die Quellenangabe fehlt hier, aber wie gesagt, das ist Barclays, das habe ich an dieser Stelle vergessen. Und was Sie hier mal sehen, ist zum Beispiel für europäische Anleihen eine längere Laufzeit, also wie sie auch durchaus in Mischfonds, in Indexfonds und ähnlichem ja auch angeboten sind. Da sehen Sie hier eine modifizierte Duration von 14 Jahren. Das heißt nichts anderes, als dass wenn das Zinsniveau um 1% steigt, dann haben Sie erstmal 14% Wertverlust, wenn Sie in einem solchen Laufzeitband investiert sind. Und auch wenn Sie ein bisschen eine kürzere Laufzeiten entsprechend haben, dann können Sie hier immer sehr schön sehen, wie ist denn erstmal der erwartete Effekt auf diese Anleihen, wenn das Zinsniveau um 1% steigt oder fällt. Und da sehen Sie schon diese Zinssensitivität, die ist in den letzten Jahren im Rahmen dieser fallenden Zinsen stark angestiegen. Das heißt, Sie kaufen zwar heute noch vermeintlich das gleiche Wertpapier oder den gleichen Index oder die gleiche Vermögensverwaltungs- oder Fondsstrategie, aber Sie haben tendenziell ein ganz anderes Zinsänderungsrisiko. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, da können Sie sich nicht auf die Wertentwicklung der Vergangenheit verlassen. Dann nutzt Ihnen die Betrachtung des Charts in den letzten 10 Jahren überhaupt nichts. Und da bringt es auch nichts, sich irgendwelche Kennzahlen anzuschauen für die Historie, sondern muss sich die aktuellen Portfolio-Kennzahlen anschauen und sich Gedanken machen, was das für zukünftige Kapitalmarkt-Szenarien bedeuten könnte. Und ich würde sagen, da unterschätzen momentan viele auch die Sensitivität, die Anleihen hier bieten. Und das muss man sich klar machen. Grundsätzlich sehen wir weiterhin, dass die eingepreiste Volatilität für 30 Tage an den Kapitalmärkten sehr, sehr niedrig ist. Sie sehen es am VDAX hier in, ja, was haben wir hier wieder, diese blaue dargestellt. Da sehen Sie im Endeffekt das aktuelle Niveau für die Erwartung der nächsten 30 Tage. Da sehen Sie schon mal die Differenz hier zum Durchschnitt, die ist extrem groß. Hier unten sehen wir das für den US-Aktienmarkt, auch eine ordentliche Differenz. Das heißt natürlich, dass Produkte, die auch gerne als Zinsersatz gekauft werden, strukturierte Produkte, bei denen sie de facto Volatilität momentan verkaufen, da muss man schon ganz genau hinschauen, auf welcher Laufzeit man sich positioniert, weil ansonsten bekommen sie relativ wenig fürs Geld. Auf der anderen Seite sind Absicherungen für verschiedene Laufzeitbänder momentan eher günstiger, weil dann kaufen sie letztendlich ja quasi Volatilität auf einem niedrigen Niveau. Und die Frage, die man sich natürlich durchaus stellen kann, ist es momentan langweilig, ist es zu langweilig oder gefährlich? Aus unserer Perspektive, wie gesagt, zum einen kann man sich damit beschäftigen, mal Absicherungen zu erwerben. Zum anderen kann man sich darüber Gedanken machen, inwieweit man Anstiege der Volatilität, die sicher kommen werden, nutzen wird, um dann hier entsprechend aktiv zu werden. Abschließend noch ein wichtiges Thema. Wir diskutieren und reden ja viel über Vermögenspreisblasen, ausgelöst durch die niedrigen Zinsen und den Anleihe- oder Anlagenotstand, den wir momentan sehen. Und ich glaube, das ist jedem von uns klar. Wir sehen diese spektakulären Entwicklungen an den Immobilienmärkten. Wir sehen diese extremen Entwicklungen bei der Verzinsung von sicheren Anleihen.
Und da kann man natürlich durchaus diskutieren, ob das Blasen sind, also sprich Preisblasen. Will ich an der Stelle gar nicht vertiefen, aber was Sie hier mal sehen, ist eine Darstellung, die sich nicht um Vermögensklassen handelt, sondern um einen Investmentstil. Also sprich, investiere ich aktiv in die Kapitalmärkte oder passiv, indem ich zum Beispiel einfach einen Index kaufe. Also ich kaufe einfach den DAX oder ich kaufe den europäischen Bondindex oder ich kaufe den asiatischen Anleiheindex. Und das ist eine sehr, sehr interessante Grafik, weil hier sehen Sie Vanguard, einen der sehr, sehr großen US-amerikanischen Fondsgesellschaften, die dieses Thema Index-Investment und passives Investieren sehr, sehr groß gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Ein bisschen an aktiven Fonds haben die auch, aber der Großteil ist wirklich passiv. Und hier sehen Sie den in Blau, den Rest der globalen Fondsindustrie. Und das ist natürlich schon dramatisch, wenn wir uns vorstellen, dass eine Gesellschaft, die extrem stark im Bereich der indexorientierten Anlagestrategien aktiv ist, im Jahr 2016 mehr Kapital eingesammelt hat, netto, als es die gesamte aktive Fondsbranche insgesamt getan hat. Und das ist natürlich schon sehr extrem, weil wir an dieser Stelle uns ja auch klar machen müssen, dass wenn Sie heute einen DAX-ETF kaufen, dann kaufen Sie natürlich genau die Zusammensetzung des Indizes, wie es sich gerade verhält. Und bei marktkapitalisierungsgewichteten Indizes ist ja das am höchsten gewichtet, was natürlich hier die höchste Marktkapitalisierung ausweist. Also da muss man auch genau schauen, was ist die Index-Methode, die hier genau zugrunde liegt. Aber das finde ich schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Grafik. Sie sehen es auch immer im Vergleich zu den vergangenen Jahren bis hin zum Jahr 2010 zurück. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die natürlich auch eine Antwort der Anleger darauf darstellt, dass sich im Aufschwung der letzten Jahre aktive Manager schwer getan haben, mit den passiven Anlagevehikeln mitzuhalten und natürlich in diesem Niedrigzinsumfeld die erste Reflexhandlung natürlich darin besteht, die Kosten der Finanzprodukte, die eingesetzt werden, zu reduzieren. Aber auch hier, wie gesagt, das Risiko natürlich, dass wenn alle das Gleiche tun, dass wir hier vielleicht auch mal in der Zukunft Probleme bekommen, bisschen vielleicht mal zu systemischen Risiken und auch dem Thema Liquidität. Aber wie gesagt, da ist vielleicht noch ein bisschen hin, aber das muss man sich eben mal klar machen, dass ein einheitliches und gleichgerichtetes Verhalten der Marktteilnehmer nicht nur Fehlbewertungen bei Vermögensklassen auslösen kann, also wie Aktien oder Immobilien, sondern eben auch der Anlagestil zu sehr in Mode sein kann und dementsprechend hier auch entsprechende Verwerfungen entstehen. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte Ihnen einiges näher bringen und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema zum Thema Glück nochmal. Wo hast du das gefunden? Ich habe überall danach gesucht und der andere Kollege sagt, habe ich selbst gemacht. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit gar nicht so schlecht, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, dass es ja noch wichtigere Themen gibt als Geld. Ich habe jetzt schnell geredet, da ich Ihnen viele Informationen rüberbringen wollte. Von daher würde ich an diesem Punkt die Aufzeichnung beenden und Sie hätten jetzt noch die Möglichkeit, mit mir im Nachgang Fragen zu stellen und zu diskutieren. Nutzen Sie hierzu bitte das Chatfenster. Die anderen Marktteilnehmer können Ihre Fragen dementsprechend nicht lesen, sodass hier auch eine Anonymität gewährleistet ist. Ansonsten haben Sie natürlich wie immer die Möglichkeit, uns auch einfach direkt zu kontaktieren, sei es telefonisch, sei es eben hier auch per E-Mail, sodass man hier auch auf individuelle Fragestellungen gerne konkreter eingehen kann. Also in diesem Sinne, allen, die jetzt los müssen, Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und allen anderen uns noch viel Spaß bei der Diskussion. Bis bald, auf Wiedersehen.